Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Thief. Ich bin der Baume und in der letzten Folge hatten wir ja die Open Quest abgeschlossen. Wir sind jetzt quasi wieder im Open World Modus. Und bei mir ist ganz schön dunkel, hä? Warte mal. Ach, weil einer von den Lampen kaputt gegangen ist, siehste. Naja, es geht schon. Wird schon, ne? Kann man alles sehen, Bart und so, Augen, Augen, alles da. Gut. Ich stand jetzt zuletzt hier. Ach ja, wir sind wieder beim Stone Markt. Man merkt, die Kamera ruckelt, wenn man sich dreht. Aus irgendeinem Grund habe ich in dem Haus gespeichert. Was wollte ich denn? Alle sind nervös. Ja, das Volk wird langsam ganz schön aufmüpfig, ne? Die haben was gegen den Baron. Theoretisch müssten wir auch was gegen den Baron haben. Der hat nämlich unsere allerliebste Lieblingsfreundin, wie es scheint. Was haben wir denn da drüben? Lass mal die Karte ansehen. Wir hätten hier die Hauptquest. Da geht es zu Besso? Genau. Ach, der sitzt wieder in seiner alten Spelunke. Das ist interessant. Ich schätze mal, da führt uns die Hauptquest auch hin. Was haben wir denn hier? Ach, das sind die Händler. Genau. Was ist das? Hector. Hector hat wieder was für uns. Das ist gut. Ich gehe mal zu Hector. Komm, wir fangen mit Hector an. Oder heben wir uns Hector auf? Nee, wir fangen mit Hector an. Ich habe voll Bock auf eine Hector-Mission. Jo. Schade, dass ich den nicht als Ziel markieren kann. Ich stehe, hier gibt's eine Eintopfküche. Aber wir werden da schon irgendwie unseren Weg hinfinden, ne? Oder gehen wir erstmal zu Besser und fragen den? Im Burrick, genau, so hieß die. Sag mal, dass die Leute immer hier aufhängen, hä? Wo kommt denn das Seil eigentlich her? Ich bin froh, wenn das alles vorbei ist. Können wir den losschneiden? Nö. Du bist froh, wenn das vorbei ist? Ja, dann hört auf, ständig Leute aufzuknüpfen. Beruhigt euch doch mal wieder. Keine Sorge, den Baron, den schaffe ich auch immer alleine. Da brauche ich euch nicht viel. Ist ja gar keiner mehr. So cool. Gibt's hier einfach Pitch-Patsch? Oh. Was? Huscht hier jemand herum? Ist dir die Schwermut auf die Augen geschlagen? Mein leerer Magen spielt meinen Augen Streiche. Alles lässig. Alles lässig. Sehr geil. Sehr, sehr geil. So, hier hinten lang ging's doch rüber zum Typ. Zum Typ, Mensch, wie ist der Typ? Hector. Das war doch hier in der Ecke, oder nicht? War das? Das ist er doch. Super. Ich glaube nämlich, der hat... Also, wenn wir das alles auflösen, was der hat, dann wird uns ein interessantes Geheimnis verraten. Ich habe da schon so eine Vermutung, zu der ich jetzt allerdings noch nicht sagen will. Weil ich der Baron bin. Moinsen, sag mal. Ihr könnt gehen, aber später brauche ich euch. Oh, jetzt hast du mich aber enttäuscht. Jetzt bin ich aber schwer enttäuscht. Ich will das Ding haben. Du Sack, hab gefälligst aufgehört. Du machst doch gar nichts, du liest doch. Deine Arbeit gefälligst. Kommt später wieder. Dann gibt's einen neuen Auftrag. Du weißt also schon, dass du später einen für mich haben wirst, ja? Aber du willst es mir jetzt noch nicht verraten, weil... Ich muss nachdenken. Kommt doch etwas später wieder. Mein Metallmann ist noch nicht ganz fertig. Denk halt nach. Der ist schwer beschäftigt mit Nachdenken. Das frage ich mich, das sage ich auch immer, wenn man mich auf Arbeit weckt. Das sehe ich aber auch nicht in Ruhe. Na, keine Ahnung, vielleicht stört das Schnarchen, ich weiß nicht. Gut, dann müssen wir ja quasi zu Besso, weil der hat die Nebenquests und der Zirkusmann, der wird uns gar nicht erst hier angezeigt. Ich würde den zwar so finden zu Fuß, aber dann gehe ich doch erstmal zu Besso. Nicht, dass der irgendwie Besso hinterhergelaufen ist und jetzt doch nicht mehr im Sirenennest ist. Oder Sirenenfalle oder wie heißt es? So laut bin ich ja nur auch wieder nicht. Gut, dann schlafwendern wir hier einfach mal in Ruhe lang. Die sind schon wieder weg. Ein bisschen nachlässig geworden hier, die Wachen. Oder Patrouillen. Ich nenne sie mal Patrouillen. Wachen sind es ja nicht wirklich mehr. Es sind ja jetzt Freiwillige. Freiwillige Beamte. War da irgendjemand? Nein. Keine Ahnung, aber ich hab's auch gesehen. Aber rein gar nichts. Jetzt sind sie schon zu dritt. Zumindest vom Dialog her gesehen habe ich nur zwei. So, das Burrick. Der buckelige Burrick.
Da oben, ach, guck mal da oben auf den Balken. Euer Glauben und euer Blut haben den Weg geebnet für eine bessere Zukunft. Ach, er schon wieder. Jetzt müsst ihr sie euch nehmen. Die Götzen haben die Schlacht um die Stadt gewonnen. Aber eins bleibt noch. Wir müssen den Eisentyrann finden und den Todesstoß führen. Wie dir schöne Augen zu machen. Marschiert auf Northquest, Männer, Freunde. Es wird Zeit, den Baron endgültig zu stürzen. Findet den Baron. Der Northquest Bastard muss sterben. Der Synchronsprecher ist auch richtig Spaß. Der Weg durch die Straßen ist frei. Orions Zeit ist gekommen. Für die Stadt, für Orion, für die ganze der Dämmerung. Orions Dämmerung naht. Es ist fast vollbracht. Ein Königreich für einen Kaffee. Jetzt geht er. Endlich geht er. Und ihr? Ja, fandet das auch so spannend? Fandet das vielleicht doch ein bisschen übertrieben, wie er so... Der Synchronsprecher muss so einen Spaß gehabt haben. Der Name Besso zählt hier so viel wie Gold. Naja, zumindest mehr... Wie kann ich euch helfen? Ich habe etwas für all eure ruchlosen Bedürfnisse. Ich bräuchte erstmal ein bisschen Mohn, glaube ich, ja? Wir haben die Breitkopfpfeile voll. Echt? Seit wann das? Ach so, weil wir die Sägezahnpfeile sonst immer benutzen. Feuerpfeile sind auch ein paar weggegangen, hä? Explosionspfeile haben wir auch ein paar benutzt. Wie kommt das nur? Haben wir noch eine Leuchtbombe? Schwarzpulver, Säure, hellen Lichtblitz. Das muss ich nochmal testen, wie das mit der funktioniert. So, da kommt auch ein Päckchen mit. Komm, dann nehmen wir mal eine mit. Für den Spaß noch. Die fünfte werde ich jetzt mal ausprobieren. Davon ein. Das sieht gut aus. Das sieht jetzt auch gut aus. Das ist ein die waren ja schweineteuer. Ah, die hätte ich nicht kaufen dürfen. Das war jetzt blöd. Gucken wir mal noch in die Upgrades. Bogenschussstärke erhöht den Pfeilschaden. Ich will den aber schneller aufziehen. Das ist sau teuer. Schlagstockschaden, Schlösser knacken, Pipapo, Paplup, die Glücksmünze mit dem Maximal, ja so ein Quatsch. Erhöht den Pfeilschaden leicht. Was für Leute werden wir denn noch kriegen, dass wir erhöhten Pfeilschaden bräuchten? Für euch habe ich immer geöffnet. Okay. Ich werde es erstmal dabei belassen. Wer schnarcht denn hier? Hörst du diesen Lärm? Als würden wir belagern. Du. Sollen sich gegenseitig umbringen, Brown. Uns brauchen die nicht. Ja. Es muss in dieser Stadt noch ein Mut geben. Das ist auch kein toller Platz zum Einschlafen. Aber du wirkst recht glücklich. Die noch übrig sind, wenn wir wieder rausgehen. Braucht ihr etwas Handwerkszeug? Ha, Northquest dürfte längst tot sein. Keiner hat ihn gesehen. Zusammen mit seinen großen Plänen. Er hat die Schwermut über uns gebracht, ganz sicher. Hoffentlich knüpfen sie seine Knochen auf. Sprich leiser, sonst reißt uns dieses Gesindel mit. Welches Gesindel? Hä? Hä? Und auf einmal ist Totenstille im Pub. Wahnsinn, Totenstille. So, habt ihr Besso gesehen? Hä? Habt ihr Besso gesehen? Sein Name zählt so viel wie Gold hier, hat er irgendwie erzählt. Kennst du Besso? Du bist... Ach, du hast jetzt Pause, hä? Du musst ein bisschen deinen Stimmbänder schon... Wow. Das kommt davon, wenn man seine Stimmbänder nicht schont. Also auf jeden Fall, also man kann einschätzen, welche Musikrichtung ihm so gefällt. Braucht ihr etwas Handwerkszeug? Ja, tschüss. Lasst ihr mich durch? Bitte, durchlassen? Hallo? Ja, die lassen mich nicht durch. Die sind aber auch gemein, das ist Mobbing, hä? Ich könnte euch anzeigen. Naja. Ich sehe dich, weißt du? Ja, ich bin auch gerade reingekommen. Seit wann kommen wir eigentlich zur Tür rein? Hey, das geht. Besser, Alter. Was ist denn hier los? Wo ist eigentlich Orion hin? Weißt du, wo der hin ist? Wenn du mehr Geld brauchst, hätte ich ein paar Aufträge für dich. Die besten Verträge der Stadt. Okay. Okay, ich nehme einfach mal alles. Schnelles Gold für einen wie dich. Lass dich nicht auf frischer Tat erwischen. Nee, ich lass mich auf alter, verranzter Art erwischen. Das ist typisch für mich. Karte ansehen. Ich würde gern... Ich mag diese Karte nicht. Komme ich aus der irgendwie raus? Schon mal schließen. Zoom, drehen. Das ist Quatsch. Was ist denn das für eine Karte? Okay, eins ist definitiv da hinten. Irgendwo.
Und da führt ja nur dieser eine Weg hier hin. Dann machen wir die mal schnell. Und da war jetzt aber nicht sehr viel. Wie kommen wir denn zur Hauptquest? Da müssen wir wahrscheinlich wirklich direkt zum Baron latschen. Die Quest haben wir uns quasi selbst gesetzt. Die Adligen sagen, die Aussicht in Oldale wäre grandios. Hoffentlich genießen sie sie. Wo? Welche Aussicht? Bei wem? Was? Wieso? Wer? Wo? Sitz mal ruhig, Junge. Oder geh polern oder so. Egal. Ich wusste doch, dass wir da mal hoch können. Da war nämlich schon, da waren wir schon mal, da war das Fenster zu. Und ansonsten hat das ganze Ding ja keinen Sinn gemacht. Aber jetzt geht's. Es geht. Habe ich da einen Mohn gesehen? Ach nein, Besteck. Halt. Was machen wir hier überhaupt? Wir sind jetzt bei dem Ding hier. Schach und Matt. Okay. Stiehl Bezos Schachfigur zurück. Oh, dieser verdammte Arche Maxwell ist mit meinem Springer abgehauen, nachdem er eine friedliche Partie Schach gegen mich verloren hat. Ja, ich habe nur zweimal geschummelt. Brich bei ihm ein und plündere sein Lager als Ausgleich für seine Schulden. Und such meine Schachfigur. Das Pferdchen kann doch nicht ohne Gefährten rumlaufen. Okay. War keine sehr große Wohnung. Naja. Und wenn man sich mit Besso anlegt, dann weiß man doch, dass man besser seine Fenster verschließen sollte. Weil ich glaube, dass Besso den Garrett manchmal auf die Jagd schickt. Das ist jetzt kein Geheimnis in dieser Stadt. Muss ich eben hier mal... Archie Maxwells Tagebuch. Oh, schön, dass sie die immer so offen liegen lassen, die Tagebücher. Ah ja. Orion wäre stolz auf mich. Letzte Nacht bin ich bei meinen Brüdern und Schwestern von den Götzen auf die Straße gegangen. Hä? Ach, bin ich mit meinen Brüdern und Schwestern von den Götzen auf die Straße? Alles klar, das macht mehr Sinn. So, erste? Naja, egal. Ich habe Vorräte aus jedem Lager in den Nebengassen gestohlen, aus jeder Nebengasse gestohlen, die ich finden konnte. Jetzt ist alles im Keller eingesperrt. Die Kombination ist 667 oder 776 oder so ähnlich. Ich habe mich immer für einen friedlichen Menschen gehalten, aber die Unruhen machen etwas mit deinem Kopf. Seit ich Orion kenne, ist alles irgendwie so schwammig. Orion hat das Buch, ne? Was hat der mit dem Buch angestellt? Ich habe ganz böse Ahnungen, was hier noch alles passieren wird. Wir werden irgendwie zum Baron gehen. Der wird irgendwie Aaron haben. Ich glaube, Aaron ist sowieso der Schlüssel zu allem hier in diesem Spiel. Und dann werden wir Aaron dort rausholen, aber ich schätze mal, mit der werden wir nicht viel anfangen können. Die wird mehr oder weniger kaputt gemacht worden sein. Keine Ahnung, ob die wirklich eine Lobotomie bekommen hat. Wurde auf jeden Fall... erklären, warum sie so stumpf in der Ecke stand und so vor sich hingebrabbelt hat, so emotionslos. Wer bist du denn? Wieso hast du... Das ist ein Schwert, hä? Oder ist das dein Brotmesser? Das ist bestimmt dein Lieblingsbrotmesser, deshalb stehst du auch gerade am Tisch, hä? Ja. Das machst du gut. Bleib da mal. Bleib da. Ach so, so sind wir heute drauf. Ach so. Na, dann hat er gefunden. Dann stört ihn das ja nicht. Big Chin, du bist wahrscheinlich der Dude, ne? Na, du siehst zumindest aus wie einer von den Götzen. So ein bisschen. Hast dich ein bisschen angemalt wie Peter der Pausenclown, aber es ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Irgendwie muss man die Götzen ja erkennen. So, das nehmen wir alles mit. Steht er hier unten und starrt seinen Tisch an. Das ist ja fast so unheimlich, wie hier unten zu hocken und im Schrank zu warten. Was haben wir hier? Achso, die geht gar nicht. Okay, ich gucke mich nochmal kurz um. Das war's. Muss ein bisschen aufpassen auf den Zeitquest. Sag ich nicht so viel. Meine Diebessicht benutzen. Weil ich doch gemerkt hatte, nachdem wir unseren Zeitquest-Marathon vor der Moira-Mission hatten, das ist schon ganz schön auf die Mondtasche geschlagen. Ich meine, wir haben zwar massig Mond wiedergekriegt, als wir einmal in Moira drin waren. Oh, da erinnere mich nicht dran. Was für ein Akt. Aber wir sind doch komplett ohne Mond aufgeschlagen. Und das ist ganz schön schlecht. Hey, da gucke ich gleich mal rein. Oh, da wollte ich schon Schlösser knacken. So, hier ist alles cool. Ja? Was ist denn das? Kann ich das mitnehmen? Nö.
Okay, ich sehe Fallen. Also hin und wieder können wir es mal anmachen. Huch, der Computer braucht Luft. Moment. Luft einschalten. Was war hier? War hier was? Okay, nur Licht. Wie deaktivieren wir dich denn? Ach, da oben! Alles klar. So viel zum Thema, wir sparen Mond. Ja. Ja, ich hab's ja immer gleich wieder aus. Klick, klack! Ich frage mich, warum hier die Dinger sind. Da kommen doch dann die Schüsse raus. Sobald ich mich auf diese Plattform hier stelle. Aber wo schießen die denn hin? Denn schießen die hier ins Regal. Und machen Krach, weil sie die Dinger treffen. Eine Krachanlage. Anstatt hier mich umbringen zu wollen, zerschießt er lieber seine Gläser. Naja, soll er machen. So, 77667, irgendwie sowas. Dann fangen wir mal am besten mit der 7 an. Dann nehmen wir die 6, weil die Kombination hat er nämlich nicht genannt. Und noch eine 7. Nee. 7. Hier die 6? Nein. Hier die 6. Okay. Cool. Was haben wir denn da? Eine Notiz. Dieb schlägt Springer. Dieb schlägt Springer, ja. Poser. Poser, Gerrit, Poser. Boah, Grabsteine hat der. Wieso klaut denn jemand Grabsteine? Steht der Lutest drauf? Egal, nicht drüber nachdenken. Boah, ich dachte gerade, die Wand bewegt sich, dabei ist es nur da vorne. Ich lese mal kurz, was da in dem Dokument stand. Was haben wir denn da? Stoner Mart. John Tallows schwarze Liste? Nein. Da ist es. Archie McNamee. Später überprüfen. Weg des Barons Wohnung. Ne? Weg des Barons Wohnung? Das ist kein Satz. Was ist mit dem Weg? Irgendein Schwarzkittel namens Olli hat während der Unruhen um sein Leben gebettelt. Er sagte, er hätte ein Beutelager, das man erreicht, wenn man ein Gemälde ins Auge sticht. Aua, wie ist das gemein. Ich habe den Mistkerl trotzdem erledigt. Glaube aber dennoch, dass er die Wahrheit gesagt hat. Ach Mensch, du bist so ein aufrichtiger Bursche. Kommt seiner Pflicht nach im Wachen töten, selbst wenn sie ihm interessante Dinge verraten. Keine Gnade zeigen, ganz wichtig. Was bist du für ein schwammiger Revoluzzer, wenn du dich bestechen lässt? Wer baut denn die Luken überhaupt so, dass man die lässig ankippen kann? Wo sind wir denn jetzt? Im Weinkeller? Ich schaue mich einmal kurz um. Da oben sind jede Menge Knöpfe. Das ist interessant. Okay. Mach mal das Licht aus. Nee, das machen wir in der nächsten Folge. Machen wir weiter. Ja. Oh, das ist ein interessanter Raum. Zum Glück haben wir so viele stumpfe Pfeile mit dabei. Wir haben ja auch unseren Köcher vergrößert. Wir können ja jetzt mehr Zeug mit uns mittragen. Wir machen uns erstmal wieder beruhigen, ja? Wir hatten genug Action die letzten Folgen. Jetzt können wir erstmal Sidequesten. So gut es geht. Ich finde es ja ehrlich gesagt schade. Einerseits, dass ich meinen Stift nicht finde, mit dem ich immer im Kalender abhake, wie weit die Folgen jetzt reichen. Schwupp, okay. Da ist er. Ich finde es ja schade, dass Hector keine Mission für uns hat. Und dass dieser Jahrmarkt-Typ von Zirkus Haligali, dass der nicht mal angezeigt wird auf der Map. Ich weiß jetzt so aus dem Kopf, ich glaube, ich finde den Weg wieder zum Sirenennest. Und ich hoffe, dass uns die Nebenmissionen dort auch an die Ecke nochmal verschlagen werden. Vor allen Dingen, weil ich wissen will, ob dort mein Lieblingssatz immer noch die Runde macht. Mein Lieblingsduo mit seinen schrägen Kommentaren. Oder ob die gesteigerte Aufwiegelung des Volks durch Orion, wer weiß, ob Orion überhaupt noch irgendwas macht. Vielleicht haben die sich ja selbst so angestachelt, dass Orion das gar nicht mehr in der Hand hat und alle schon freiwillig am Rad drehen und er gar nichts mehr sagen muss. Ich hoffe mal, dass sich da in der Ecke vom Hafen jetzt auch ein bisschen die Dialoge geändert haben. Vielleicht finden wir ja auch die Polly, oder wie sie hieß. Wir wissen ja, wo sie wohnt, mit den Ketten am Bett. Mal gucken. Auf jeden Fall muss ich nochmal durch die Ecke streuen. Und
bisschen Motivationstraining bei unseren Freunden von der Arbeitslosigkeitshilfestation, dass die ihre Bewerbungsschreiben fertig kriegen. Ja, da muss man aber nachgucken. Immer aufpassen, dass die auch ja dranbleiben am Ball. Ich bin der Baume, bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiederschauen und reingehauen. Cheerio.